Seid willkommen in meinen Hallen, Drachentöter. Mit Stahl und Tapferkeit habt ihr an der Seite meiner Krieger das Drachengezücht bezwungen und den Karfunkel des Lindwurms erbeutet. Der Tradition gemäß wird er als Zeichen des Sieges über das Untier einige Tage meine Krone zieren und anschließend zerschlagen werden. Seid so lange meine Gäste in Murolosch. Als Dank sollt ihr euch aus unserer Schatzkammer etwas aussuchen dürfen. Sprecht mit meinem Zeugwart. Das sind sehr großzügige Zwerge hier. Es ist mir eine Ehre, König Ambolosch. Mich führt auch ein dringendes Anliegen nach Murolosch. Um eine Bedrohung durch Drachenkultisten abzuwehren, muss ich in die Höhlen unter der Zwergensiedlung gelangen. Höhlen, ja, so. Bitte gewährt mir Zugang zu diesen Höhlen. Die tiefen Höhlen wurden versiegelt und das soll auch so bleiben. Seit langem sind die Übel gebannt, die dort unten einst hausten, indem ihnen der Weg nach oben versperrt ist. Daran soll nicht gerührt werden. Unsere Gegner trachten danach selbst einen Weg in diese Höhlen zu finden. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Nein, das kann ich euch nicht gewähren. Die Siegel müssen bewahrt werden. Ihr dürft euch entfernen. Was aber? Ich bitte dich, Brenno, ihr geht zunächst zum Zeugwart und lass dir dein Geschenk überreichen. In der Zwischenzeit werde ich noch einmal mit meinem Vater sprechen. Glaubst du, dass du deinen Vater umstimmen kannst? Nun, ich habe ihn nie so abweisend erlebt. Seltsam, die Höhlen unter dem Berg sind gefährlich, aber ich wüsste nicht, warum mein Vater sie dir so vehement verweigert. Bin ich in Murolosch wie zu Hause. Ich werde mich für dich beim Bergkönig verbürgen. Das wird das Beste sein. So, Murolosch. Hier sind wir mal so frei und laufen ohne. Bewaffnung mal wiederum. Das bin ich. So. Also gut, wir sind in Murolosch, beziehungsweise im Augenblick sind wir im Thronsaal. Und haben erstmal geschlossen den Weg nach Murolosch. Murolosch, die große Stadt der Zwerge. Nun ist der Weg frei und die Suche nach dem adamantenen Herzen kann endlich beginnen. Ich habe Prinz Arom in Murolosch getroffen. Ja, offen. Ehrenwerte Gäste. Die stolzen Hallen von Murolosch trotzen der Zeit. Seit nunmehr 6000 Jahren. Einst wurden sie errichtet, um den übermächtigen Drachenhorden Einhalt zu gebieten. Und auch heute noch ist hier jeder willkommen, der sich dem Drachengezücht mit Stahl und Tapferkeit entgegenzustellen wagte. Jeder Drachentöter kann sich ein herzliches Empfang in der Zwergenstadt sicher sein. Und kein geringerer als König Arombolosch wird die Willkommensworte sprechen. Nehmt das Geschenk entgegen. Arombolosch ist so dankbar für meine Hilfe im Kampf gegen Jafgur, dass er mir ein Geschenk überreichen möchte. Ich darf mir etwas aus der königlichen Waffenkammer aussuchen. Ein wahrhaft edler Zug, wenn man bedenkt, welche Kostbarkeiten die Schmiedekunst der Zwerge hervorbringt. Der Zeugwart wartet an der Schmiede auf mich. Die tiefen Höhlen von Murolosch. Meine Suche führt mich in die Höhlen unter der Zwergenstadt Murolosch. Dank meiner Freundschaft zu Arom, dem Prinzen der Zwerge, darf ich die Stadt besuchen. Nun muss ich mehr herausfinden über die tiefen Höhlen und das adamantene Herz. Finde mehr über die tiefen Höhlen heraus. Ich muss mehr über die tiefen Höhlen erfahren. Dazu muss ich mit dem Zwerg Solgorak sprechen, der am meisten über diese Höhlen weiß. Gewinne was Vertrauen der Zwerge. Arombolosch ist noch nicht gewillt, mir Zugang zu den Höhlen unter Murolosch zu erlauben. Ich muss irgendwie beweisen, wie wichtig es ist, dass ich dort hineingelassen werde. Zunächst sollte ich die Augen offen halten, um Beweise gegen die Krachenkultisten zu sammeln. Also ja, der Thronsaal ist ziemlich protzig. Mit den ganzen Zwergensäulen hier. Also wir können einmal im Kreis laufen, um den ganzen Thronsaal aufzudecken. Hier steht sogar die Geschichte Muroloschs und zwei Podeste mit der Geschichte Muroloschs. Keine Ahnung, wo das
wo der erste Teil steht. Aber ja, wie gesagt, wir können einmal hier langlaufen. Unbegehbarer Bereich. Da wird es wahrscheinlich in die tiefen Höhlen gehen. Hier brodelt Wasser. Also ja, es dampft auch ziemlich hier drin. Ja gut, an der Seite sind... Das sieht irgendwie sehr gefährlich aus mit den Stachelwänden hier. Ja, Wache und Arom. Bergkönig Aromolosch. Also ich kann noch in die Ecke gehen, mal kurz. Dann haben wir den gesamten Thronsaal aufgedeckt. Ja. Aber in Wirklichkeit wollen wir ja jetzt in die Stadt. Hier sind jede Menge Wachen. Ach, da ist die Geschichte Morolosch 3 und Morolosch 4. Ah, komm, tun wir uns mal Zwerggeschichte an. Es scheint eh nicht viel zu sein, was da drauf steht. Von der Besiedlung des Amboss-Gebirges und der Gründung Morolosch ist wenig aufgeschrieben. Denn diese Ereignisse fanden lange vor der Erfindung der Schrift statt. Überliefert ist jedoch, dass die Zwerge vom Eisenwald aus Stollen in das Land trieben, bis sie das Amboss-Gebirge erreichten. Hier erbauten sie wahrhafte Siedlungen für den Kampf gegen die Drachen. Ein hartes und forderndes Leben formte die Amboss-Zwerge zu hervorragenden Kriegern. So mag es nicht verwundern, dass wenige Jahrhunderte später schon die Amboss-Zwerge unter Führung von Attax, dem Stahlauge, ein Drachenheer besiegten. Sein Sohn Andrasch wurde Bergkönig in Troschmur, während sein Sohn Artox im Kampf gegen die Drachen nachfolgte. Noch nicht nur im Kampf zeichnen sich die Amboss-Zwerge aus, auch in der Baukunst sind sie bewandert. So ist in Morolosch eine der größten Hallen, die die Zwerge je gebaut haben. Okay. Die Statuen sehen cool aus. Ja, schon seit Zwergengedenken bedrohen die Drachen die Zwerge, die von Angrosch dazu ausersehen sind, die Schätze der Erde gegen die Drachen und ihre Habgier zu verteidigen. Der scheußliche Gottdrache Prydrax galt seit Schöpfung der Zwerge als ihr ärgster Feind. Von allen Zwergenvölkern waren es aber nur die Amboss-Zwerge, die der großen Schlacht teilnahm, die letztendlich Prydrax Ende brachte. Der Tod des großen Drachen brachte jedoch keinen Frieden mit dem Drachenwesen, die sich von da an führungslos und entfesselt gebärdeten. Auch kochen neue Bedrohungen hervor, namentlich die Goblins und Orks, die sich zusammenrotteten und die Hallen im Amboss angriffen. Bergkönig Svovni und viele andere ehrwürdige Zwerge mussten ihr Leben für die Verteidigung Toschmurs lassen. Geschichte Morolochs, drittes. Große Konflikte erwuchsen auch, als die Menschen sich stark ausbreiteten. Schlachten und Friedensbemühungen wechselten sich ab, bis schließlich nach den Magierkriegen ein friedliches Zusammenleben erreicht werden konnte. Doch nur kurz währte der Frieden, denn böse Träume kündigten dem Bergkönig Amboss neue Gefahren an, weswegen ein neuer Hochkönig gewählt wurde. Obwohl viele Zwerge gern Aromboss Sohn des Agam gewählt hätten, lehnte er ab. Schließlich fiel die Wahl auf Albrax, Sohn des Agam, Bruder des Aromboss. Albrax, Sohn des Agam, verkündete nach der Schlacht von Werheim eine neue Heldenzeit der Zwerge. Am Horizont sah er ein neues Zeitalter, das von neuen Schrecken geprägt sein und in einer Schicksalsschlacht münden wird. Ja, ich versuche gerade den Unterschied zwischen dem Bergkönig und dem Hochkönig zu erkennen. Normalerweise sind Hochkönige für mich eher Elfenkönige.
Außer der Hochkönig ist der König aller Zwerge und der Bergkönig ist nur der König von Murolosch oder so ähnlich. Von den vielen ehrenvollen und ruhmreichen Zwergen Murolosch soll hier berichtet werden, deren Namen noch nicht in den großen Werken zur Geschichte aufgetaucht sind. Zuerst sind die Krieger hier zu nennen. Hierbrox, Sohn des Haroks, besiegte ganz allein eine Schar herumstreifender Schwarzpelze. Joshtonax, Sohn des Topomax, führte einen Trupp gegen einen gefährlichen Felsdrachen. Barosaga, Tochter der Boroshaga, hielt einen Stollen mehrere Tage gegen eindringende Rotpelze. Neben den Kriegern sind auch die großen Handwerker Murolosch zu nennen. Korgolik, Sohn des Krimralik, erbaute den mächtigen Zentralkran von Murolosch. Lactomaxa, Tochter der Lavitmasha, erschuf das mächtige Schild Martarox. Kadesh, Tochter der Kendash, erschuf die angroschfälligen Verzierungen im Tempel. Okay. So viel zur Geschichte Murolosch. Ich hoffe, ihr habt alle aufgepasst. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, die ich vorgelesen habe. Wollt ihr den Thronsaal verlassen? Ja, lasst mich hinaus. Ich werde euch hinausgeleiten. So. Willkommen in Murolosch. Ja, das da muss der Zentralkran sein, von dem wir gerade gelesen haben. Ich glaube nicht, dass es dabei um dich geht, Gwendala. Ah, da ist Gerling. Und da ist sogar Salina. Und es sind viele Leute hier, mit denen wir reden können. Auch Labore sind hier. Inklusive pilzbefangenen Höhlen. So, dieses Mal aber. Holzleim und Pfeilspitzen, die nimmst du mal. Hier ist eine verschlossene Truhe versteckt. Alles klar. Gladys, mach die mal auf. Was haben wir hier drin? Dunkle Lederhosen und ein paar Nietenarmschienen. Mein Atem geht ruhig. Und davon tragt ihr beide schon welche. Okay. Und da ist, wie gesagt, das Labor. Hier ist noch eine Kiste, die wir einschlagen können. Mit ein paar Laborutensilien drin. Das Labor steht übrigens hübsch im Wasser, hier neben dem Wasserrad. Ja, hier geht's zum Thronsaal. Gucken wir uns erst noch auf der Seite um, weil hier geht's nicht weiter. Hier haben wir ja gerade die Kiste zerdeppert. Und ja, ich muss sagen, Murolosch sieht schon recht beeindruckend aus, finde ich immer. Heilsalbe. Mein Team. Sprich, Freund.
Also ja, wir können hier hochgehen und mit dem Grubenbauer und so reden. Ah, Zwerginnen ohne Bärte. Bleiben wir aber erstmal unten. Hier ist unbegehbarer Bereich. Wahrscheinlich geht es hier in die tiefen Höhlen dann. Ja, die Wachen lassen uns einfach nicht durch. Okay. Ah, noch eine Kiste zum Aufschlagen.